So. Kommen wir mal in den Chat. Wo bin ich denn? War doch hier irgendwo, oder? Ah, ne. Herzogtum Bretagne hatte ich mir unter den Nagel gerissen. Das wusste ich gar nicht mehr, dass wir hier angefangen haben. Haben hier oben England gegen uns, was natürlich ein bisschen blöd ist. Und wir haben jetzt auch keine. Also, wir sind schon im Herzogtum. Wir haben eine Unabhängigkeit ausgelöst, ne? Und verlieren gerade die Schlacht von Norn. Wir haben einen leeren Ratsposten, was schlecht ist, natürlich. Unser Kombattant genommen, Kombattant gefangen genommen. Hier wird mit Bildung unterstützt. Wie gehen wir denn auf unterstützte Bildung? Das ist besser, Herrscher, helfen. Ich habe nämlich Minusgold. Was ziemlich blöd ist. Ich bin im Krieg. Verteidiger. Oder ich bin ein Kind. Ich habe keine Verbündeten, die ich mir in die Schlacht rufen kann oder was. Wenige Ritter, werde Titel erben, werde Titel erben. Könnt ein Bündnis aushandeln. Könnt Krieger erklären. Das sieht nicht gut aus. Aktuell. Worum geht der Krieg? Krieg um den Anspruch von Bugtaboy auf Herzogtum von Bretagne. Nur der Kriegsanführer kann. Was? Oh, nee. Ich habe nicht im Krieg angeschlossen, bin ich Kriegsanführer. Du hast keine Truppen. Oh Gott. Moment, ich habe. Habe ich einen. Ah, das ist mein Lehnsherr. Wer ist denn das? König Adalbert von Bretagne? Moment, dann bin ich nicht. Ich bin nicht König Adalbert von Bretagne. Ich bin Herzog Burgtal der Vierte Butgual. Das hier gehört mir nicht. Mir gehört die zwei. Und das. Und das. Und das. Okay. Nur das in der Mitte gehört mir nicht. Ah, stimmt. Ich wäre gern. Glaube ich, hatte ich Fraktionen gegründet? Gegen unseren Lehnsherr. Unabhängigkeitsfraktionen. Ja, Forderungen durchsetzen. Wir wollen unabhängig sein von dem. Der kann ja gar nichts. Wahrscheinlich versucht mich zu erpressen, ist fehlgeschlagen, ganz gleich wie viele verderbte Seelen dazu verführen können, bei eurem Plan zu unterstützen. Ihr werdet kampflos nachgeben. Ist euer Ernst? Wird von euch ihr angegriffen? Der hat uns gerade den Krieg erklärt. Ratsmitglied ist verstorben. Oh no! Wo sind unsere Truppen? Hier. Er hat doch nur noch eine Sache, oder? Unser Lehns. Er hat genau einen Titel, oder? Das ist das Königreich und die Grafschaft. Fuck you. Mein Ratsverwalter hat mir von einem obskuren Gesetz in Grafschaft von Verdun berichtet, wonach nur der Herzog beschützen darf. Gewöhnlich würde man auf der archaische Gesetz nicht weiter achten, doch es bietet mir eine einzige Gelegenheit, Graf Hagemeyer und derzeit Herrscher von Grafschaft von Verdun könnte etwas zurechtgestutzt werden. Fallengelassen, ihr erhaltet fallengelassenen Anspruch. Er verliert Meinung von uns. Darf seinen Titel behalten. Von meinen Gnaden. Ich habe nur 2 von 7? Warum habe ich nur 2 Domänen? Habe ich die alle abgegeben? Die habe ich alle abgegeben, ich Idiot. Warum das denn? Grafschaft. Titel aberkennen. Grafschaft von Leon. Ich glaube, weil die so weit auseinander sind, habe ich die aberkannt. Titel aberkennen. Ihr verliert Anspannung, weil ihr. Puh. Gewinnt Anspannung, meine ich, weil ihr gerecht seid.
Jetzt habe ich dummerweise hier einen schweren Stand mit denen. Ich will eigentlich nur einen Unabhängigkeitskrieg gewinnen. Kann ich gar nicht so viel tun aktuell. Aber die können das gern belagern. Die können es auch gerne gewinnen. Oh, schon wieder Ratsmitglieder verstorben, neuer Bischof. Kann halt nicht gegen irgendwie 5000 Mann gewinnen. Und geradet sind wir auch gerade noch geworden. Also wir sind gerade noch überfallen hier. Das ist der unnachgiebige Verteidiger. Verbündete Todesverluste minus 25%. Ich glaube nicht, dass die ausreichen, durch die immer wieder kämpfen. Das ist oft so. Was? Mein Gemahl ist bei Anbruch der Nacht einmal mehr nicht mit unseren Gemächern. Das bin doch ich, oder? Ja, das seid ihr. Sie war in letzter Zeit so distanziert, Gedanken genommen kaum mehr bei Hofe. Falle ich euch etwa? Hat sie einfach nur viel. Hä? Ich glaube, die wollen den hier, oder? Meine Gemahlin. Habt ihr eine. Genau, Affäre, Igerna. Gattin und Vasall von euch. Pilger. Liederlich. Führerin. 41, wie alt bin ich denn eigentlich? Ich bin 18, ich habe eine 41-Jährige geheiratet. Wie habe ich das denn gemacht? Jeden ihre Schritte überwachen. Geheimnisse aufspüren. Auch noch mal Geheimnisse aufspüren. Aber ich müsste ja dann der hier mal ins Bettchen steigen, wa? Plot schmieden. Schon wieder jemand verstorben. Vasall gefangen genommen. Hallo TJ. Jetzt hat es mein Ratskanzler erwischt, ey. Oh, den habe ich hier drin. Ja, gut. Puh. Na dann. Ja, Ratsmarschall muss dahin. Oh oh, das gewinne ich nicht. Die haben mich gerade wieder hier abgefangen. Ich wollte eigentlich hier nach Wands. Ich hab doch den gleichen. Ach. Jemand, höre ich Geräusche aus Unterkünften? Ich gehe jeder Sache nach. Und für den Domann und Bürgermeister Melkert inmitten eines erhitzten Streitgesprächs während meiner Zuschauer sie anfeuern. Halte vor der Menge eine Rede für Zusammenhalt. Ich lasse sie auspeitschen für ihr Vergehen. Kriegsführung, Lebenswandel. Und sie verlieren Meinung von mir. Was soll's? Ich gehe in meinen Zelt und stopfe mir Wachs in die Ohren. Entweder der Streit eskaliert oder wir schaffen das. Fällt auf taube Ohren, der Streit eskaliert. Da mache ich doch mit. Ich will nicht. Ich will nicht verwundet werden. TJ, wie geht's dir? Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Bei mir fällt gerade alles zusammen, ey. Das ist ja nervig. Das ist ja nervig. Kontrollzuwachs erhöhen. Ach, immer wieder ein bisschen Stress mit Sachen, die ich wenig beeinflussen kann. Kultur ist jetzt interessiert an der Innovation. Nächste gefangen genommen. Moment, kann ich irgendwo meine Leute auslösen? Bin ich denn raus? Vasall wurde jedenfalls wieder gefangen genommen. Jetzt habe ich hier niemanden mehr so richtig, den ich hier einsetzen kann. Ratsverwalter hier. Ach, zuweisen. Nehmen wir den hier. Hat Anspruch auf irgendwas. What? 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 Wieso ist hier der nächste wieder ausgefallen? Mein Vasall ist wieder da. Aber der hier hat ja nur. Ne, der hat 8. Hier, neu zuweisen. So. Zuweisen. Dann müsste er relativ entspannt sein.
Eine Armee steht wieder hier drüben. Befehlshaber. Hauptmann. Bin ein bisschen beschäftigt hier. Hört doch mal auf mich zu... Hier oben werde ich halt immer wieder überfallen von den englischen Barbaren, während hier Krieg herrscht. Ich will echt den Krieg verlieren gegen Dingensbummens. Gegen die hier. Das Herzog Igerna und ihr Cousin sich gerade sehr nahe stehen. Wenn ich mich mit der Grafik gut stelle, könnte mir das bei Igerna helfen. Ich werde Helgut den Guten beschaffen, was immer er auch will. Ich könnte ihm dabei schulden. Gold habe ich nicht. Ach, scheiß drauf, machen wir hier nichts. Eine Fraktion, die euch zum Ziel hatte, wurde aufgelöst. Ja, sehr gut. Gibt's hier noch Fraktionen? Freiheitsfraktionen, Vasallen, die keinen... Und Graf Hellgüten, ah, der ist das. Und hier bin ich im Krieg für Unabhängigkeit. Dieser blöde Kinderkönig, der hat 124 Truppen. Der soll sich mal nicht so haben hier. Wird nicht annehmen. Forderung wird nicht annehmen. Kapitulieren wird annehmen. Nee, das will ich nicht. Ich will nicht eingekerkert werden. Ich will nicht eingekerkert werden. Ordentliche Güte. Und die bauen hier noch auf. Kann ich die zusammenführen? Ich kann nicht an eine andere Armee ankoppeln. Warum nicht? Ach hier, Armeen zusammenfassen. Das wollte ich doch. Ja, komm, verliere das. Du verlierst es einfach. Das ist ganz entspannt. Dann bin ich eh los und gehöre dann zu wem eigentlich? Wer ist der Angreifer? Müsste Westfrankreich sein, wa? Der ist ein Herzog. Ah, da komme ich trotzdem nach Westfranken wieder rein. Da bin ich, glaube ich, erst kurz vorher von losgesagt. Sehr gut. Funktioniert ja 1A. Ja, wir sind verschuldet, wir müssen jetzt mal die Armee auflösen. Scheiß drauf, wir schaffen es eh nicht zu kämpfen. Wir können unser Hausmitglied in den Krieg rufen. Wir können mit Bündnis mit Bernhard von Burgtal aushandeln. Hä? Das bin doch ich. Ich bin doch sein Lehnsherr und Haupterbe. Nee. Ich werde mich euch im Krieg anschließen. Mal sehen, ob du noch irgendwas ausrichten kannst. Im Unabhängigkeitskrieg. Aber hier, ja, der ist durch. Genau, wir haben den Krieg gegen König von Britannien angeführt. Den Krieg gegen Herzog Maurice von Nestrien verloren. So sei es. Okay. Damit sind wir jetzt... Moment, sind wir nicht. Wir sind jetzt aber noch im Unabhängigkeitskrieg, wa? Gegen unseren Lehnsherr. Ihr habt Herzogtum von Bretagne von Burgtal verloren. Ich bin kein Herzog mehr, wa? Ich bin nur noch Graf. Ich wurde einfach meinen Ruf verloren. Schweinerei. Der hat mir einfach meinen Ruf wieder aberkannt. Moment, wo ist denn jetzt der Mann hin mit den... Oh, Ratsmarschall, Ratsritter. Oh. Ich habe niemanden anderen, der das sonst übernehmen kann an anderer Stelle. Warum ist eigentlich meine Ehefrau nicht da? Geheimnis offenbart. Moment, Geheimnis offenbart? Ihr fuhrt Geheimnis, Nordhain Affäre. Der hat eine Affäre, die Sau. Habe ich einen Hofarzt? Ich habe einen Hofarzt. Aber noch nicht allzu lange anscheinend. Müssen wir hier ein paar vererbliche Eigenschaften mehr holen. Wobei, die wird eh nicht mehr viel. Mal sehen, ob sie Kinder kriegt. Mal sehen. Der ist verheiratet. Die kann ich nicht verheiraten. Ist verheiratet. Wir müssen irgendwie mal ein paar Leute an unseren Hof holen, habe ich das Gefühl. Ihr Ritter einladen. Wir haben kein Gold, die Ritter anzuwerben. Das ist echt eine absolute Katastrophe. Ja, eine Hofrekrutin geht halt schon nicht, obwohl es unser Gast ist. Das wäre so super.
Habt nicht 15 Gold. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Desmond versuche ich jetzt nicht unternehmen. Wo ist unser Glaubensoberhaupt? Katholizismus? Hier. Mord, weitere. Vormundschaft anbieten? Nee. Kann also nicht dem. Was? Eine Lesung in Tiers. Feierlichkeiten fangen langsam an. Ihr Ende und die abend vorgesehene Unterhaltung schien vorbei. Die Gräfin Igerna eine Lesung vorschlug. Bald schon ist ein Schreiber zur Stelle, der fragt, was die Gäste denn gerne hören würden, und er kann mir gerne zu beeindrucken. Gottlos Rohling. Etwas Frommes. Ne, dann eher nicht. Etwas Unterhaltsames. Reisen nach Jerusalem. Etwas, was ein wenig Bildung beschert. Ne, unterhaltsam. Der Komplott erhält gehemmter Umgang. Aber der Schreiber ist begeistert von uns. Sehr gut. Das ist natürlich dumm gelaufen. Brauchen wir unsere Armee jetzt? Eine riesige Armee. So. Wir bewegen das mal. Da können wir es nicht mehr hinbewegen. Könnte man da noch hinbewegen? Das ist nicht an meiner Schweinerei. So. Armee, alle ausheben. Jawohl. Und unsere Frau ist nochmal schwanger. Das ist natürlich schön. Da kommen auch unsere Verbündeten hier für den Unabhängigkeitskrieg. Religionskrieg um Grafschaft von Bordeaux verteidigt. Grafschaft von Bordeaux? Das ist da unten. Die habe ich gar nicht mehr verfolgt. Ist schon wieder jemand? Wieso sind die denn ständig weg? Achso, nee, ist die ganze, nur noch die ganze Zeit war. Angehobene Truppen und Sondersoldaten ausgliedern. Nee, ich möchte bitte nicht selber anführen. Hier die zweite Armee. Hier geblieben? Ich will nur die zweite Armee haben. Geht mal hier runter, bitte. Keine Ahnung, die belagern hier nicht mal. Oder die belagern und kommen nicht voran. Nee, die belagern einfach nicht. Obwohl es hier feindliche Truppen gibt. Merkwürdig. So, wir belagern jetzt hier aber mal ein bisschen. Damit soll man eigentlich unseren Unabhängigkeitskrieg relativ schnell gewonnen haben. Wenn wir das hier einnehmen. Neugeborener Sohn. Euer neugeborener Sohn Burgtamak Igernaril ist euer neuer Spielerbe. Ja, das ist logisch. Aber wir nennen ihn Benjamin. Möchtest du stark und weise werden, mein Sohn? Hier minus 10. Das hat echt ein Problem. So, wir können hier jetzt Forderungen erzwingen. Forderungen erzwingen. Jawohl, damit sind wir unabhängig. Ich weiß nicht auch gar nicht, ob das so gut ist. Weil. Sind wir ein unabhängiger Graf? Das ist übrigens auch nicht mehr unsere. Moment, wir haben nur noch das? Und dann hier auflösen. Das ist ja alles nicht mehr unser. Das haben wir alles für ihn erobert. Das, das und das haben wir für ihn erobert. Die Sau. Ja, aber wenn wir Herzog waren, klar, dann wurden unsere Vasallen an ihn angegliedert. Ach, Mann. Das sackt. Oh. Haben wir gepanzertes Fußvolk, leichtes Fußvolk, leichtes Fußvolk. Ich werde, glaube ich, mal das auflösen. Oder komplett auflösen. Regiment vernichten. Ja, vernichten. Ich habe einfach viel zu viele davon. Kostet zu viel Gold. Wird hier ein Geheimnis aufgedeckt.
Moment, das ist unter Ränkespiel. Druckmittel und Geheimnisse. Affäre. Wer bist denn du? Raubi, Runde Unfall befindet sich in Lusigan. Der habe ich keine Verknüpfung. Furchtlos Eiferer. Hat ein Kind. In abscheulich aussehenden Sohn. Na, herzlichen Dank. Und der hat eine Affäre. Wenn ich den erpresse, dann verliert er Meinung von mir. Wenn ich das aufdecke. Ja, das will ich aufdecken, weil ich will im Zweifel loswerden. Perversion. Kann ich. Habe ich den Skill, dass ich mir das bezahlen lassen kann? Nee. Goldene Pflichten für Druckmittel, dann kann ich es auch aufdecken. Dann kann ich es auch aufdecken einfach. Dann kann ich es auch einfach aufdecken. Und ich brauche hier immer noch Leute. Ich bräuchte meine Ehefrau wieder am Hof. Ups. Das wäre hilfreich. Bin ich immer noch dabei, dass ich Titel erben werde? Ihr werdet Titel erben. Erster Erbfolger vom Herzogtum von Orléans. Wer ist das? Bruder von euch. Mordkomplott. 44%. Ich habe halt kein Gold, das weiter voranzutreiben. Aktuell. Wir sind miteinander verwandt und ich liebe euch doch nicht auf diese Weise ergreifen mit den Stirn, sondern nur der Himmel weiß, was die Zukunft bringen wird. Es verliert 5 Jahre lang seine Meinung von uns. Das ist natürlich doof. Dann sollten wir jetzt auch mal den hier ein bisschen positiver beeinflussen, glaube ich. Damit er uns mehr Gold gibt. Vertrag mit Söldnertrupp läuft ab. Ja, das ist alles vollkommen fein. Ach, damit. Bin ich von Kurnaille, Graf von Kurnaille. Nee, das hier lief nicht so gut. Also es ist schon geiler, Teil des großen Reiches zu sein. Aber dass ich halt hier einen absoluten Kinderkönig als. Boah. Mitbritannien, die haben ja auch fast keine Verbündeten. Verteidigt sich. Man hat einen Waffenstillstand mit euch. Hat 235. Klar, dass der dann nochmal angegriffen wird, direkt vom nächsten. Ich bin auf zweiter Lehnsautorität. Er hat halt null. Oh. Zeugungsunfähig, ja, herzlichen Dank. Aber hatte der nicht eine Affäre? Er ist auch noch homosexuell. Oh Gott. Ich kann halt niemanden an den Hof rekrutieren, den ich hier gerne hätte. Ich würde gerne für den hier was an den Hof rekrutieren. Heute Abend lege ich alle Symbole meines Ranges ab, bewege mich anonym unter meinen Soldaten. Der Abend ist ruhig. Und als der Streit beginnt, dringen die Worte laut und deutlich an mein Ohr. Ein Infanterist versucht, den Befehlshaber von dem Vorteil einer alternativen Strategie zu überzeugen. Mein Ritter Doman will aber davon nichts wissen. Als ich zustoße, erhebt er gerade die Faust. Rechtschaffen, Schurke, sadistisch, faul. Und beschütze den Soldaten. Der Offizier besiegt euch im waffenlosen Kampf. 100%. Ich statuiere ein Exempel an ihn. Ihr erhaltet 24 Schrecken. Doman erhält die Eigenschaft verwundet. Ich schleiche mich davon und ernte Lorbeeren für die Ideen des Soldaten. Kriegsführung, minimaler Schlachtruf. Minus 2. Bewegungstempo 20%. Wir nehmen die innovative Strategie einfach mit. Wir nehmen die einfach mit. So. Hier können wir niemanden mehr mit vererblichen Eigenschaften an ihn verheiraten, obwohl er 33 ist. Das ist natürlich doof. Moderat. Chance auf Kinder, moderat. Dich müssen wir nicht, das ist mein Sohn, den müssen wir nicht verheiraten. Nehmen die vorgeschlagene Hochzeit an. Damit kommen natürlich auch mehr Leute an unseren Hof. Kriegsführung, Vorzug verfügbar. Jo, ich. Mal kurz hier nochmal durchgehen. Die dürfen wir nicht verteilen.
So, neu zuweisen. Haben immer noch nicht genug Geld. Vorzüge verfügbar. Bellus Jus zum Kriegskosten. Kriegsgrundkosten reduziert. Heimischer Herd, Verteidigervorteil. Mehr Kontrolle in Gemeinden. Wie sieht es denn eigentlich mit unserer Kontrolle aus? Wir haben nichts, zum Beispiel hier. Was ist denn das? Rennt? Rennen? Aber keine gute Gemeindekontrolle. Was natürlich dann auch die Steuern senkt. Oder minus 45%, genau. Unzureichende Verwaltung schon reduziert. Sehr schön. Was ist denn eigentlich mein Hauptsitz jetzt? War das nicht hier vor? Camper ist es jetzt. Na gut, so schlecht ist es nur auch nicht. Volksmann plus 45. Krieg ich fast 4 Runde von. Sag mal, wenn du TJ, was du noch da bist, was spielst du eigentlich aktuell? Oder spielst du überhaupt nichts? Schaltest ja relativ selten rein, deswegen ein bisschen die Frage, bei dir eigentlich so abgeht. Ich weiß, dass ich hier gerade niemanden drin habe, aber ich habe nur Leute mit Null. Ich glaube, es ist dann egal, ob ich da was einsetze. Ich brauche halt Geld. Brauche halt Geld. Hier wird schon besser mit der Verwaltung. Ist sie noch schwanger? Nee, sie nicht, oder? Die ist nicht, die ist schwanger? Ah, ich habe einen Sohn. Ist natürlich nicht mehr schwanger, aber ich kann keine zweite Frau nehmen, wa? Er hat natürlich mit hübsch und kerngesund relativ gute Eigenschaften. Und Verführerin ist er halt auch noch. Ich bin halt als 21er mit der 44-Jährigen verheiratet. Ist schon so ein bisschen Schotermäßig. Was denn hier los? Wo kommt denn ihr da angejubelt? Der wird halt immer noch bekriegt, wa? Ja. Er hat mit uns noch 3 Jahre einen Nicht-Angriffspakt. Verteidigen gegen Graf Manas. Habe ich eigentlich irgendwo. Ihr könnt glaubt, so haben Gold bitten. Jawohl, und das will ich doch tun. Dankeschön. Das hilft. Ja, mit 46 endet die Fruchtbarkeit. Aber sie hat gerade noch ein Kind bekommen. Also mein erster Sohn ist erst ein Jahr alt. Also doch, die hat noch ein Kind bekommen. Und Hallihallo. So, jetzt müssen wir mal hier Ritter einladen. Weil wir fast niemanden mehr an unserem Hof haben. Also, ist schon okay. Unsere Bemühungen haben meinen Agent noch keine. Oh, lass uns nicht weiter Zeit verschwenden. Dann können wir wieder auf Verteidigung gehen. Haben ja genug Geheimnisse gefunden. Ritter eingetroffen, sehr schön. Ein bisschen viel Militär, glaube ich. Deswegen habe ich auch immer noch Minus. Ich bin ein Vollidiot. Muss hier viel, viel mehr auflösen. Wahrscheinlich hauptsächlich das hier komplett, das schwere Infanterie. Kann ja nicht mehr werden. Gibt zwei Kriege oben inzwischen schon. Okay. Ich würde eigentlich dahin. An Hof rekrutieren. Zwingen. 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 So, jetzt müssen wir mal in unseren Rat gucken. Wir können. Wir haben einen 7. Für dich einfach zuweisen neu. Und dann können wir hier einen Hof rekrutieren. Als Ratsverwalter. Sehr gut. Damit haben wir hoffentlich dann ein bisschen. Oh Gott, direkt hier 1,5 mehr Gold oder sowas. Krass. Graf Rolland hat euch als Dynastieoberhaupt der Rüdel-Dynastie ersetzt. What? Der ist ein Stammler und hat Liebesbläschen. Könnt ihr das mal nicht machen? Gut, aber er ist stattlich dafür. So, jetzt die ernsthafte Frage. Ihr könnt Kriege erklären gegen König von bla bla bla. Ein Religionskrieg um eine Grafschaft. Kostet 80 Frömmigkeit und er ist uns unterlegen.
König Osloss von Westfranken, Ansprüche von euch. 9000. Nee. Ich habe keine Ansprüche auf die Gebiete hier. Oh, da muss man mal hier Ansprüche fingieren. Wir wollen Wands zurückhaben. Das wäre relativ günstig. Weil der hat immer noch Bürger und Streifern, als wir eine Gruppe von Personen sehen, die aus dem Dunkeln der Nacht treten. Kapuze bergen ihre Gesichter, aber am humpelnden Gang erkenne ich einen dieser Gestalten. Es ist Doman, mein Ritter. Mein Fürst, flüstert einer meiner Männer. Sie desertieren, was sollen wir tun? Nehmt sie auf der Stelle fest. Er hat Eigenschaft verwundet. Wir lassen sie ziehen. Er, schwaches Druckmittel, verlässt den Hof. Er hat 20 Kriegsführung, Lebenswandel. Nö, der soll da bleiben. Wow. Die sind trotzdem abgehauen. Ich bin verwundet worden. Habe ich einen Hofarzt? Ich habe einen Hofarzt. Mit 10 Bildung ist, glaube ich, nicht so geil. Ist, glaube ich, nicht so geil. Mein Neffe wurde gefangen genommen. Und Ritter ist eingetroffen. Sehr schön. Ritter, Ritter. 18. An Hof rekrutieren. Haben wir noch einen Ritter eingetroffen gerade? Gast an euren Hof geholt. Achso. Und der müsste uns inzwischen halbwegs mögen. Also kriegt man ja auch langsam mehr Kohle. Der hat halt drei Bildung. Der hat drei Bildung, hat Grundwert 0. Warum ist denn so jemand Bischof? Die ist nochmal schwanger geworden. Also so viel zu die 44er kriegt keine Kinder mehr. Die ist gerade wieder schwanger geworden. Rauf lustig. Oh, ich bild meinen Sohn nicht auf, wa? Kind unterrichten. Hier. Ich finde gut, dass ich mich aber nun nicht mehr um das hier kümmern muss, um Bretagne, die hier mitten verstreut lagen. Das waren ja vorher meine Gebiete. Neuen Lebenswandelvorzug. Nee, 46 ist die Grenze. Ich habe es mal nachgeguckt vor ein paar Wochen. 46 ist die Grenze, da werden sie unfruchtbar. Fraktions- militärische Vasallen, heimischer Herd, Verteidiger von kontrolliertem Territorium. Aufseher. Was bringt die Aufseher? Kriegsführung, Verwaltung, Kontrollzuwachs. Kontrollzuwachs ist halt schon geil. Gegnerische Besetzung senken die Kontrolle nicht. Also sie hat in ihrem letzten fruchtbaren Jahr ist sie nochmal schwanger geworden. Oder im letzten fruchtbaren Jahr. Vielleicht könnte man ja hübsch oder kerngesund mehr erben, weil der. Ah ne, der hat kerngesund und stattlich geerbt. Das ist ja zumindest schon mal ganz nett. Kerngesund und stattlich. Hübsch. Achso, hübsch und kerngesund. Die hat wirklich beides geerbt einfach. Tod im Kindbett. Nein. Öffnet mich ein Lächeln der Hebamme und ein schreiendes Kind, sondern das herzzerreißende Wehklagen von Gräfin Igerna. Es tut mir so leid, Fürst, die Hebamme sieht mir nicht in die Augen. In den Armen liegt ein winziges, zugedecktes euer Kind. Es lebt im Jenseits weiter. Es war eine Totgeburt. Okay, dann haben wir halt nur einen Sohn. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit für sowas wie Totgeburten ist einfach schneller. Die Aufgabe mehr Kontrolle beendet. Dann bilde bitte meine Leute aus. Anstatt irgendwelchen Quatsch zu machen. Warum ist das hier eigentlich? Warum ist Bildung wichtig? Kriegsführung, Bildung? Oder ist es einfach nur, weil es überdurchschnittlich gut ist? Hervorgehoben. So, nun Ratsspitze, ne? Alter. 215, um ihren Hof zu rekrutieren. What? So gut bist du nur auch nicht. What the fuck? Das ist ein bisschen teuer. So, hier habe ich schon relativ viel ausgebaut, wa? Hier könnte ich noch Holzfällerlager ein bisschen ausbauen. Nicht so wahnsinnig hilfreich. Oh, hier. Das ist auch voll viel ausgebaut. Die Jägerzunft. Moment, ist das durch das Fördern gekommen? Ich hatte vorhin relativ lange das hier auf mehr Entwicklung in Gemeinde. Bei 100% erhöht Entwicklung um 1.
Wenn das dadurch kommt, ist das krass. Und es ist echt mächtig, Entwicklungen gemeint, weil hier habe ich auch jede Menge Stufen. Und hier habe ich auch Stufe bis Stufe 4. What the fuck? Da würde ich fast sagen, Entwicklung in Gemeinde ist es auf jeden Fall wert. Ja, Entwicklung in Gemeinde fördern. 3 Jahre verbleibend. Kriegen wir irgendwie 0,2 weniger an Gold, aber wenn wir dafür ganze Stufen von Gebäuden geschenkt kriegen? Und hier ist übrigens ständig Krieg mit dem, ne? Hier, der wird ständig von Leuten. Oh, der hat inzwischen 1000 Mann. Dann könnte es knapp werden. Ritter verbessert. Sehr gut. Ritter verbessern hört sich gut an. Bündnis aushandeln. Mein treuer Bruder, allzu gerne würde ich vorstellen, dass wir eine Bande zwischen uns noch stärken, indem wir uns formelles Bündnis. 666. Verbinden mit Gräfin Gerner von Reichmund. Hat als Lehnsherr die. Oh, dann würde ich das machen, weil dann. Moment. Er ist noch in dem Bretagne drin geblieben, ne? Ja, der gehört zum Reich Bretagne. Aber das würde ich natürlich machen, weil wenn er, glaube ich, mit uns verbündet ist, darf er nicht eingreifen. Vollkommen okay. Weil wir nur dem den Krieg erklären hier. Der hält das direkt. Das ist vollkommen fein für mich. Wenn ich hier ein Besitztum errichten will, brauche ich, glaube ich, einiges an Gold. Brauche ich insgesamt 400 für ein Besitztum errichten. Und das hier upgraden, 700 für eine höhere Stufe des Tempels. Die Burg upgrade brauchen wir, glaube ich, noch 400. Was brauchen wir? 550 auch. Für Burgstufe 2. 150 hier bei solchen Upgrades. Das Armeelager ist vielleicht Quatsch abzugeben. Ich brauche eigentlich erstmal mehr Gold. 0,2 mehr Gold. Tempelgebäudebaukosten reduzieren wir damit. Leichte Reitereischäden. Plänklerverfolgung. Verbessern wir das mal hier, die Jagdreviere. Stufe 2. Waldfesten. Ja, relativ hohe Aufgebote, glaube ich, insgesamt. Oh no. Ich bin ein Vollidiot. Ich habe das ja nicht im Blick behalten. Ich hätte das Geld gebraucht. Ich hätte das Geld gebraucht. Hier wird. Jetzt wird er von 6000 Mann belagert. Warum denn gerade das? Moment. Ich muss mal kurz wegschieben. Also, der hier ist im Angriffskrieg. Noristischer Krieg im Anspruch von Burg der König auf Herzogtum von Bretagne. Dann den Krieg warten wir erstmal ab. Weil der hat ja sonst nicht viel mehr. Das ist übrigens inzwischen verloren gegangen hier unten, was ich hier gehalten habe. Glaube ich, hier war das. Hatte nur noch sowas hier. Ja. Nee, dann machen wir das nicht. Ich habe auch keine 111 Gold gerade. Oder euch auf, Bündnis zu ehren, mir leonischen Anspruch auf Grafschaft von Bordeaux anzuschließen. Ich will nicht 350 Ruben verlieren. Weil ich das halt wieder ein. Nee, ich lehne das ab. Weil er verliert der Meinung von mir. Hat er. Oh, die Meinung ist neutral aktuell. Kann einfach sein, dass er aber in meinen Krieg auch nicht mit reinkommt. Und irgendwann könnt ihr ja mal wissen, was machen. Wir nehmen das mal an. Aber wir werden einfach keine große Armee ausheben. Moment. Gegen die geht's? Um den Anspruch hier, was sie verloren haben? Hier unten Bordeaux? Warum heißt es eigentlich hier unten Bordeaux? Das war doch. Ist das die Bordeaux-Region? Ah! Mal wieder was gelernt. Mit wie viel gehst denn du hin? Mein Friend. Gehst du überhaupt mit irgendwelchen hin? Ah, hier, mit 700.
Ist jetzt nicht so viel. Kann ich auch mit 2000 nicht viel... Ist ja das neue Dynastie überhaupt? Okay. Kann ich auch jetzt nicht so viel ausrichten, wenn ich da mitmache. Ehrlich gesagt. Also müssen wir hier irgendwie die 800er einzeln absnacken. Das wird doch nie und nimmer werden. Ja, wir werden die, glaube ich, mal ausheben müssen. Ob wir wollen oder nicht. Ob wir wollen oder nicht. Wenn wir jetzt zugesagt haben. Wo läuft denn jetzt hin? Ey, der kommt uns dagegen. Würden das? Mitlaufen. Bin ja da. Okay, ich verstehe nicht. Streit im Lager. Höre ich laute Geräusche aus den Unterkünften meiner Ritter. Ich halte eine Menge eine Rede über Zusammenhalt. Lasst sie auspeitschen. Für ihr Vergehen. Ah, lassen wir sie auspeitschen für ihr Vergehen. Vorzüge verfügbar. Härter erdulden. Festungsstufen plus 1. Gegnerische Besetzung senken nicht die Kontrolle. Ja. Ist nicht ganz klar, wo er hin will. Ist ein bisschen langsamer als er, glaube ich. What? Aha. Haha. Danke, Mate. Wo läufst du hin? Vor, zurück, links und rechts. Was ist das? Ja, alles klar. Sehr gut. Was ein Humbug. Was ein Humbug. Wir nehmen hier an der Belagerung teil, damit wir vielleicht ein bisschen Gold kriegen. Ihr verlor die Eigenschaft verwundet. Sehr gut. Wir nehmen halt hier einfach ein. Also das verlieren wir. Wir helfen ihm zwar, aber das verlieren wir. Denke ich persönlich. Können wir nicht auch andere Sachen? Wir könnten hier unten noch andere Sachen einnehmen, oder? Hier, 28 Gold. Gib ihm. Oder hier erstmal 23 Gold. Das sind nicht uns. Also sie sind feindlich, aber die wollen, glaube ich, nichts von uns. Sonst wären die richtig rot. Moment, das darf ich nicht... Darf ich nicht belagern oder was? Frechheit. Warum greife ich mich mit 32 Mann jetzt an? Der Ruhm ist weithin bekannt. Aha. Da haben wir gar nichts abgekriegt jetzt von dem Gold. Das ist natürlich blöd. Eure Schwester ist verstorben. Nein. Moment. Ich glaube, ich bin bei den Westfranken hier am rummachen. Ist wie eine Wand, noch ehe die Tür geöffnet wird. Ein heftiger Geruch nach Fleisch, der alles durchdringt, so stinken frische Leichen. Ein weiterer Mord, mein Fürst. Zapp wischt sich die blutigen Hände an eine Schutzhab, als sie sich nach der Beschau der Leiche aufrichtet. Wir müssen diese wahllosen Munden schlechter aufhalten. Begraben wir die Leichen, vergessen wir dieses Trauerspiel. Jeder Höfling. Als mein Hofarzt solltet ihr die Leichen untersuchen. Eine Untersuchung wird eingeleitet. Ich werde das Gebäude nach diesem Mörder durchkämmen lassen. Ich glaube, durch Chem ist in der damaligen Zeit erfolgsversprechender als die Leichenuntersuchung. Ehrlich gesagt. Gewinnen? Was? Wir haben 20%? Würde mich wundern, wenn wir den Krieg gewinnen. Würde mich hart wundern. Problem ist ein bisschen, wenn wir jetzt unsere komplette Armee verlieren, könnte sein, dass Westfranken dann sagt, jo. Oh, ich nehme auch noch mit. Das wäre halt blöd. Was ist das für ein Symbol? Belagerung? Haben wir irgendwas bekommen? Wie? Wir haben nicht mal Gold dafür bekommen? Oh, Frechheit. Darf ich hier Sachen belagern? Einfach so? 26 Gold.
600. Darf ich die belagern? Einfach so? Ja, super, dann würde ich auch ein bisschen Gold hier einnehmen. Durch die Belagerung. Oh, dies darf ich belagern. Beeinflusst eine Gelegenheit, einen Versuch, nur in Einklang mit meinen Interessen zu bringen, bin ich eine kleine Gelegenheit gestoßen. Ich glaube, ich könnte argumentieren, dass unsere Ziele im Grunde dieselben sind, als ich meinen nächsten Brief diktiere. Betone ich die geteilten Interessen, versuche ich subtil zu bleiben. Gewinnt 30 Meinungen von euch, ist jetzt eure Bemühungen fort. 30 Meinungen reicht mir ja schon fast. Oder 50 Meinungen. Nee, reicht 30. Mir reicht 30, damit kann ich das nämlich sein lassen. Das, der muss mich nicht weiter lieb haben, dann muss ich mal die hier beeinflussen. Weil die sollte mich gerne mögen als Spitze. Sonst haben wir dann ein Problem. Hallo, wo kommt ihr denn her? Ja, das ist natürlich ein Problem. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Unser Ritter wurde von Bürgermeister Maurice erschlagen. Hast mein Gemahl Graf Burg jetzt bei Anbetracht der Nacht einmal nicht. Meine Gemahlin mal wieder. Sie würde nie das Sarkant unserer Ehe verletzen. Ich habe es ja schon mal untersucht. Ich denke eigentlich nicht, dass da viel passieren würde. So, jetzt haben wir wieder einen Ratsverwalter verloren. Ne? Herzlichen Dank. Zuweisen. Jetzt haben wir hier wirklich 1200 Leute verloren bei der Aktion. Ach, dammit. Mord bei Hofe, betet für die namenlosen Teuter. Heute Morgen wurden Teile einer Leiche gefunden. Teil meiner Ratsspitze sah mir mit einem Handzeig auf den Tisch von mit, auf dem sich Blut um kleine Häufchen Fleisch und Gewebefetzen dunkelschleimigen. Wie ihr sehen könnt, handelt es sich nicht um einen ganzen Menschen. Wir haben nicht genug, um dem Opfer einen Namen zu geben. Ich werde für das Opfer beten. Achtet darauf, dass niemand verloren geht, und zwar ständig. Alle 5 Jahre lang eingeschränkte Vasallenbewegung. Jeder Höfling verliert 20 Meinungen von euch. Ich werde die Bewegungsfreiheit aller am Hof einschränken und so hoffentlich den Mörder so sehr unter Druck setzen, dass er sich verrät. Verdoppelt die Wachen. Hatte niemand etwas gesehen? Bitte, wir brauchen Hilfe. Hinweise sucht. Ich werde für das Opfer beten. Ja, ich glaube, nehme ich lieber die eingeschränkte Vasallenbewegung, ehrlich gesagt. Jetzt wäre ich. Hä? Die haben überhaupt nichts mit uns zu tun, wa? Lassen erstmal jetzt die Armee wieder aufforsten in unserem Bereich. Bräuchten die aber eigentlich nicht ausgehoben. Die kämpfen einfach neutrale Armeen gegeneinander für uns. Unsere, also aus unserer Sicht neutrale Armeen. Ja, und der macht hier gemütlich weiter, ne? Unsere 2000 Leute werden angegangen, aber denen seine 700. Oh, weniger Armee und halt ist natürlich nett. Ich glaube, jetzt werden seine Leute angegangen, ja genau. Oder auch nicht, oder auch doch, oder vielleicht. Ich glaube, es ist einfach zurückerobert, oder nee, oder auch nicht. Fängt er von vorne an mit den Belagerungen? Was ist denn das? Wir sind inzwischen wieder bei 1700 Mann. Weil hier stehen halt eine 3000er Armee, 3500er Armee rum. Es ist halt nicht so wahnsinnig hilfreich an der Stelle. Wenig Ritter mal wieder. Ritter einladen geht noch nicht. Wir könnten vielleicht bald mal jetzt losdackeln und mal gucken. Aber ich will eigentlich will ich noch ein bisschen Gold erobern hier hin. 62 Gold, wie wär's denn damit? Würde ich mir gerne einverleiben. Oh nö. Meine Bekanntschaft Saab liegt niedergestreckt auf dem kalten Boden. Blut sickert aus ihren zahlreichen Stichwunden. Warum verhöhnt mich dieser Mörder so derart? Ich werde für das Opfer beten. Verdoppelt die Wachen. Hat niemand etwas gesehen? Bitte, ich brauche eure Hilfe. Verdoppelt die Wachen. Als ich meine Gemächer zurückkehre, erwartet mich ein Brief. Verfasst in roter Tinte, nein, in Blut. Ihr werdet diese Suche unverzüglich einstellen. Das wird nicht gut enden, wenn ihr meine Identität aufdeckt. Und ich werde dafür sorgen, dass es für euch nicht gut endet, wenn ihr es weiter sucht. Das ist bestimmt meine Frau. Diese Handschrift, das könnte mein Ritter Roderick sein, geschrieben haben. Verräterische Schurke. Der begann mit seinem 22 Kampfgeschick. Mit seinem 22 Kampfgeschick hätte ich ihn schon ganz gerne. Würde ich ihn ganz gern behalten.
werde Rotrek damit konfrontieren. Werden ungelöst bleiben. Ich werde konfrontieren. Nicht vorgeschlagene Heirat an. So, jetzt müssen wir uns aber überlegen, weil hier haben wir das Problem, hier werden wir Zermürbung erleiden und kriegen dann Verluste. Problem ist, gegen die hier kann ich nicht angehen. Und sie sind halt immer noch eine feindliche Armee. Ich müsste eigentlich wieder hier unten hin. Ich glaube, wir werden mal wieder weglaufen. Mord bei Hofe, blutige Geschäfte. Als ich ihn endlich aufspüre, versucht mein Ritter Rutter nicht einmal vor mir und den Wachen zu fliehen. Seid mir gegrüßt, Budgar. Steht vor mir und musste mich eingehen. Höchste Zeit, dass ihr auftaucht. Ich nehme an, meine Geschenke haben euch gefallen. Das Grinsen, das über sein Gesicht zieht, lässt mir eiskalten Rücken runterlaufen. Mörder. Werdet euer Verbrechen bezahlen. Ich muss ihn einkerkern. Auge um Auge. Leben um Leben. Verliert 50 Meinungen von euch. Moment. Dann geil. So wie der Ehepartner. Verliert Meinung von uns. Geht, ihr seid frei. Nein, ich will nicht einen Mörder freilassen. Was? Ihr erhaltet Eigenschaft sadistisch. Rottig wird euer Freund. Ah. Muss langweilig sein, diese Taten allein zu begehen. Will ich dafür was eintauschen oder kriege ich das einfach dazu? Gerecht und sadistisch passt aber nicht zusammen. Wir kerkern den ein. Geht nicht anders. Natürlich blöd, weil dann wieder noch ein Ritter fehlt. Aber nur 4 von 6 Rittern aktuell. Das ist blöd. So, und mit dir müssen wir einfach mal hier runterfahren, I guess. Jetzt ist er hier. Jo. Was geht hier ab? Moment, was? War das nicht gerade andersrum gedreht? Ich würde gerade sagen, das sind noch 2 Armeen gewesen. Eine davon war zusammen waren die viel, viel größer. 5000 Mann. Da sehe ich uns nicht. Fliehen aufs Wasser? Oh no. Da muss ich ja weg. Moment. Sind die in einem Krieg? Angreifen, gerade Theobald bei. Da bin ich aber nicht dabei, ne? Der Anspruchskrieg. Damit nichts zu tun mit dem Anspruch. Könnt ihr euch nicht irgendwie beschäftigen und wir machen nebenbei hier was anderes? Okay, das darf ich nicht belagern. Das darf ich auch nicht belagern. Das darf ich belagern. 73 Gold. Inspiriertes Maß halten. Hält maßvoll. Tugendhaft für Katholiken. Gerecht. Oder zynisch? Nee, maßvoll ist vollkommen okay. Meiner Meinung nach zumindest. Okay, die belagern hier auch. Warum ist es eine feindliche Armee, wenn die auch belagern? Das verstehe ich nicht so ganz. Weil die Ansprüche hier drauf haben? Ist aus dem Krieg aus. Gräfin Igerna ist aus dem Krieg ausgetreten. Also ich verstehe es nicht ganz, warum. 3 Jahre? Gott, brauche ich ja ewig, um die Burg zu belagern. Achso, weil ich hier auch gerade so bei der Garnisonsgröße bin. Dann vielleicht nicht so schlau, sich das zu wählen, wa? Wer hat 73 Gold? 1400 haben die. Leerer Ratsposten schon wieder. Achso, ja, meine Dinge sind ja gestorben. So, müssen wir mal hier Beeinflussung. Wollen wir mit der uns gut stellen. Ja, das hier dauert natürlich eine Weile jetzt. Oh, jetzt sind wir wieder hart hinterher. Die Sachen wurden ja alle wieder zurückerobert. Also wir zu dem Krieg. Darf ich auch wieder aus dem Krieg aussteigen, wenn der läuft? Bekehrung verlangen, denunzieren. Windel anbieten. Also,
Unsere Verbündeten können das ja. Deswegen die. Was? Gegen Aufstände. Deswegen die Frage, wie können wir aus dem Krieg wieder austreten? Krieg begann vor 5 Jahren. Also ich will bloß die Option finden tatsächlich. No, Rechtsklick ist es nicht. Verbündete? Nein. Wie kann man aus dem Krieg austreten? Muss ich das mit dem machen? Krieg anzeigen. Mit dem kann ich es auch nicht machen, ne? Mich aus dem Krieg zurückziehen. Die Option fehlt irgendwie noch. Kriegsbeitritt anbieten? Hä? Bin ja schon beigetreten. Doch Quatsch. Gibt noch einen anderen Krieg, dem ich beitreten könnte, anscheinend. Mit 129 Mann läufst du jetzt hier rum und belagerst oder was? Na, herzlichen Glückwunsch, Mann. Herzlichen Glückwunsch. Ein offenbares schändliche Wahrheit ist ins Tageslicht gekommen. Mein Bruder soll eine außereheliche Affäre haben. Eine Affäre Sophie ist angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Wie kann er es wagen, diese heiligen Sakramente der Ehe zu beschmutzen? Der 40-Jährige. Der steht also auch auf Ältere, so. Mein Bruder steht auch auf Ältere, so wie ich auch eine ältere Frau habe. Die ist auch noch schwanger. Eieieiei. Gott wird diese Sünde richten. Okay. Für alle Zweifel erhaben. Mein Bruder wurde als wahrer Vater des ungeborenen Kindes, als Sophie ein Mitglied des Gemeinvolkes unter dem Herz trägt. Hat er denn keinen Augenblick daran gedacht, wie viel Wert seine Gemahlin Herzogin Friederike auf ihre Ehe legt? Ja, die war ihm wohl zu jung. Und zu gebildet, I guess. Die hat 4 Eigenschaften: nachsichtig, maßvoll, religiöser Eiferer und mitfühlend. Achso, religiöser Eiferer kriegst du einfach so manchmal. Events. Was wird dieses Bastardkind bedeuten? Yep. Geschwister hier. Mein Bruder, Herzog Benjamin Burgteil von Orléans ist das. Stimmt, das ist mein Reich zerfallen, oder? Damals Ehebrecher. Hat jetzt natürlich ein. Moment, hat kein Bastardkind. Dachte ich. Hä? Hä? Hat die nicht. Keine Ahnung. Unser Graf angeführter Krieg ging ohne Ergebnis zu Ende. Aha. Okay, dann kann ich euch auf jeden Fall auflösen. Ging ohne Ergebnis zu Ende. Ich war gerade dabei, Sachen einzunehmen, aber dann ging es halt ohne Ergebnis zu Ende. Und hier sind Sachen. Ja. Ja. Das wurde inzwischen geschluckt. Können wir uns eigentlich. Verbündet, Waffenstillstand. Die Frage, wollen wir uns jetzt Westfranken anschließen als unabhängiges Reich? Moment. Britannia existiert noch. Es existiert noch. Nicht mehr so wahnsinnig. Das ist übrigens der Typ, der. Genau. Ist beschlick geworden, mein Freund. Willst du wissen, die Frage, wollen wir uns jemanden wie ihm als Treue schwören? Wird nicht annehmen. Warum? Ihr gehört einem anderen Glauben an, ihr gehört einer anderen Kultur an. Und er hat eine schlechte Meinung von uns. Zu einem Festmahl ein. Mein Bruder lädt ihn. Aber der ist schon Teil davon. Okay. Und bei Westfranken? Einspruch erbitten, Treue schwören. Bei dem könnte ich Treue schwören. Weil er hat auch 9000. Das knallt ein bisschen mehr. Hat. Wie kann König Orson es wagen zu behaupten, meine Ansichten über die Kriegskunst wären fehlgeleitet? Er behauptet, dass meine Pläne mit den ersten Gefechten scheitern würden. Er hat doch keine Ahnung. Strategische Diskussion, das würde ich gerne auf dem Schlachtfeld klären. Wenn es Orson euch gezeigt, dass ihr in der Lage seid, eure Ansichten über den Kriegsführenden zu verteidigen. Bei der 10 Jahren 20 Meinung von euch. Während Gericht auf Gericht folgt, liegt ihr mit in Bekanntschaft König Orson ständig in den Ohren. Immer geht es nur um die Feldzüge in der Antike.
Und so kam auch diese Schlamassel bei. Langeweile ich euch auch ganz sicher nicht. Nein, bitte sprich weiter. Ich hatte interessante Gespräche. Aber sprechen wir nicht über euch. Dann kriegt er wieder Meinung zurück von uns. Jetzt hat er 4 Meinungen. Ich werde mich noch lange an die Tage der in den Hallen von Herzog Benjamin erinnern. Müssen wir froh sein. Okay, wir haben Anspannung verloren. Wir werden immer noch Titel erben. Wir sind Zweiter in der Erbfolge. Erster in der Erbfolge für Grafschaft von Leon. Grafschaft von Leon? Achso, weil es mein Bruder. Ja, mein Bruder hat immer noch kein Kind bekommen. Alexander der Unaufhaltsame. Beim Studium der Takten historischer Generäle war ich verblüfft von den Taten von Alexander dem Großen während seiner Eroberung Mesopotamiens zu lesen. Okay. Er haltet Furtner. Überquert Gewässer ohne Vorteil des Malus. Weil ihr stur seid. Ja, diese Damm war ein wahrer Genie, der Pionier. Belagerungsphasenzeit minus 30%. Das ist relativ angenehm. Oder Plünderer. Überfalltempo. Wir dürfen halt nicht überfallen. Das ist Plünderer vollkommen Quatsch. Dann können wir einfach die Eigenschaft Pionier benutzen. Wir haben eigentlich unglaublich viel Kampfgeschick. Ne, Kampfgeschick nicht, aber wir sind gut im Krieg. So rum. Das ist die korrekte Aussage. Und wir haben 2300. Der hat 900. Die Frage ist, wenn ich dem jetzt einen Krieg erkläre, kommt dann sein Lehnsherr zur Hilfe mit 4000. Das wäre halt echt ein Problem. Die andere Option ist, ich werde Titel erben. Erbe wird Titel erben. Herzogtum Orléans Zweiter. Mona. Oh. Mein Bruder hat inzwischen ein Kind gekriegt. Aber nur von Orléans. Für den Herzogtum von Orléans. Für die Grafschaft von Orléans. Aber nicht für den. Ach, der Erbe ist Erster in der. Und wir sind Zweiter. Moment. Hä? Grafschaft von Orléans, ja? Grafschaft von Leon. Okay, vergessen wir das. Und würde ich erst meinen Bruder umbringen? Ich würde nämlich meinen Spielererbe das schon mal erben. Wir sollten aber vielleicht mal wieder eine Jagd veranstalten. Weil unser Anspruch doch relativ hoch ist. Wildschwein in Weiß. Ein ganz gewöhnliches Tier jage ich eben ein anderes. Konzentrierte Aufmerksamkeit. Wie aus dem Märchen, ich muss dieses Tier haben. Jawohl. Hier gehe ich eine beinahe unnatürliche Stille schwer über uns und das plötzliche Geräusch einer Stimme erschreckt mich. Mein Fürst, da seid ihr. Ich drehe mich um und sehe, dass der Rest meiner Gruppe zu mir aufgeschlossen hat. Als ich in meiner Beute schaue, ist sie verschwunden. Ich bin vorgeritten, jawohl. Gewinnt 10 Meinungen von alle Teilnehmer. Sie ist mir entkommen dieses Mal. Ihr werdet nicht rum, bis ihr das Tier gefunden habt. Ich will dieses Tier haben. Ein weißes Wildschwein will ich haben. Ach, unser Freund ist verstorben. Deswegen habe ich so viel Anspannung. Ja, dann müssen wir auch noch ein Festmahl veranstalten, wa? Gold von einem Kriegerorden leihen? Nee, das will ich nicht. Das Fest mal vollem Gange ist und unsere Gäste freudig essen, trinkt der Graf Bernard und Igerna und tritt Graf Bernard an Igerna und mich heran. Die wird an der großen Tafel sitzen. Welch grandioses Fest, mein großes Kompliment den Gastgeber. Das wird ganz. Ja, die ist eh nicht mehr fruchtbar, da ist es Wurst. Dann können wir hier einfach das für uns einstecken und ein bisschen Prestige noch benutzen. Eine Ansicht im Kriegsfunk werden fehlgeleitet. Sie verliert Meinung über uns. Dödüm. Benjamin kam zu mir und beschwert sich darüber, dass Beata ihn tyrannisiert. Er fragte, wie man dafür sorgen kann, dass jemand hängen muss, wenn man der Meinung ist, die Person habe es verdient. Eigenwillig. Verwaltung, Ränkespiel, Anspannungszuwachs, natürlicher Schrecken.
Pass bloß auf, dass ihr immer gut versteckt bleibt, Feige. Warum versteckt ihr euch nicht lieber in eurem Zimmer, faul? Faul ist aber auch scheiße. Dann ist eigentlich noch das niedrigste Problem. Weil Feige ist... Also Krieg ist dann nicht mit dem nächsten Charakter, wenn der Feige hat. Meinung Vasal minus 5, Anspannungszuwachs aber minus 50%. Ja, dann eigenwillig. Dass meine Gäste gehen, ist alles supi gelaufen. Sehr schön. Jetzt ein bisschen die Frage. Ich würde wahrscheinlich sogar Ehescheidung ersuchen. Wird nicht annehmen. Oh, der Papst wird nicht annehmen, weil er uns nicht mag, wa? Was natürlich blöd ist. Wieso bist du eigentlich mit 7 hier? Achso, weil du als Ratskanzler kein dafür sagst. Den müssen wir beeinflussen. Damit er mal ein bisschen effektiver arbeitet, wenn er uns mag. Sonst wird es blöd. Ich kann vielleicht auch mal ein bisschen vorpowern. Monate mehr durchhauen. Eine Spende in treuem Glauben. Dieser Leitstern hier hat eine große Spende verdient. Ihr haltet 75 Anspannung kritisch, weil ihr gerecht seid. Der in meinem Rat für einen spirituell Belange zuständig ist, hat aus dem Nachlass eines reichen, aber kinderlosen Landbesitzers eine beträchtliche Spende in Form von Gold erhalten. Er behauptet, der Verstorbene habe ein sehr bescheidenes und frommes Leben geführt. Er hätte sich gewünscht, dass das Gold dorthin geht, wo es Gutes tun würde. So steht darauf, dass ich einen Teil der Spende bekomme, da ich ein Leitstern des gerechten Glaubens in Kunai bin. Ich verspreche, dass Gold dient wird. Dass das Gold dem Reich dienen wird. Jo, 50 Gold nehme ich einfach mit. Hufeisen. Trotz aller Autorität, die ich angeblich in Graf ausübe, kann ich nicht überall in meinem Reich gleichzeitig sein. Es wird immer solche geben, die vergessen, einen Befehl zu befolgen, sobald meine Aufmerksamkeit anderer Dinge gewidmet ist. Hier konnte mein Ritter in Rankom mir helfen. Der treu meinen Erlasse durchsetzt, während er durch die Lande reist, könnte er also meine rechte Hand dienen und eine aktive Rolle bei der Verwaltung meines Reiches einnehmen. Oder mein Ratsmarschall wird mit dem Problem fertig. Experte für offenes Gelände. Ehrlich, gerecht, stur. Lüstern, tapfer, zufrieden. Naja, der wird schon wieder damit fertig. Was ein denkwürdiger Abend, beim was heilig ist, dieses Festmahl ist langweilig. Igerna gehört eindeutig zu den schlimmsten Gastgebern der Welt. Wie kann man von gewöhnlichen Sterblichen erwarten, dass sie diese tröge Feier der Mittelprächtigkeit ertragen? Würde ich versuchen, Bernard besser kennenzulernen. Da wir das Beste draus machen, abgehärtet gegen Langeweile. Was bringt mir das? Diplomatie. Vielleicht werde ich ja mit jemandem Neuem. Kommt eine Freundschaft mit... Ist das Ritter von euch? Vielleicht soll ich mich mit Bernard besser unterhalten? Ziemlich still und leise. Graf Bernard wurde euer Freund. So, mir fällt gerade auf, dass wir hier keine Frau für ihn aktuell haben. Aber hat er robust? Sollte man vielleicht weiter vererben, wa? Nach Möglichkeit. Nach Alter. Der ist 69. Die 28 passt doch perfekt. Also die ist keusch, ne? Nee, die ist paranoid. Was ist der Lüstern? Wäre natürlich perfekt, wenn die auch Lüstern wäre. Kann ich hier irgendwie Lüstern suchen? Nee, kann ich nicht. Doch, da. Da, Eigenschaft Lüstern. 23, lüstern, arrogant, religiöser Eiferer.
tapfer zufrieden. Die müssten sich eigentlich ganz okay verstehen, oder? Meinung über andere Charaktere mit Lüstern. Ja. Ihr verheiraten euch dann mal, wa? Arrogant sind sie alle. Ruhig. Tapfer zufrieden. Nehmen wir euch. Verschicken. Nehme die vorgeschlagene Heirat an. Habe ich noch irgendjemanden an meinem Hof, der wieder nicht verheiratet ist? Oh, ich habe keinen Hofarzt. Jemanden, der halbwegs blau ist? Hier, 12. Weitere als Hofarzt einsetzen, jawohl. Bruder bei Belagerung getötet. War der falsche, oder? Ne, der Graf von Leon. Sehe ich denn nicht? Sachen erben? Dachte ich. Also. Ja, mein Erbe hat halt schon geerbt jetzt. Der ist jetzt schon Graf von Leon. Moment, dadurch werde ich aber automatisch, wenn ich sterbe, wird es automatisch zu Aquitanien eingegliedert, wa? Das ist ja irgendwie ein bisschen blöd. Also unabhängig bleiben wir nicht mehr. Ritter einladen, auf jeden Fall. Wir brauchen schließlich noch mehr. Gebäudebauzeit wird hier reduziert. Tempel 2. Ritter eingetroffen. Was haben wir denn da für einen Ritter? Oh ja, das ist 45, nehme ich doch. Da haben wir zumindest mal wieder unsere Höchstanzahl von 6 Rittern erreicht. Was wir ja vorher eine ganze Weile lang nicht hatten. Ist so ein bisschen die Frage. Treue schwören. Ja, der mag mich halt nicht. Ich muss den vielleicht erstmal beeinflussen. Och, 21%. Das ist doch kacke. Kann ich dem nicht irgendwie verteidigen, der Krieg gegen da unten? Also bei minus 80%. Kann ich ihm nicht einen Kriegsbeitritt anbieten? Was ist denn los, Lumi? Was ist denn am Seufzen? 59. Jo, GG. Das Übliche? Was heißt denn das Übliche? Ach so, immer noch. Immer noch das. Bist du ein unabhängiger? Du bist ein unabhängiger Graf mitten in Westfranken? Okay. Tauchst immer wieder auf und immer mal wieder auf und seufzt etwas. Hoffentlich legt sich das irgendwann wieder. An Hof rekrutieren. Ja, zuweisen. Der ist doch viel besser. Der ist auch viel besser. Mal ein bisschen durchsortieren. Für die besseren Stats. Pepe Hands Töff Töff. Pepe Hands Töff Töff. Ja, mächtiger war sein mein Ass. Wie wär's, wenn du erstmal dafür sorgst, dass du was kannst. Ihr könnt Krieg erklären. Dem König von Aquitanien Ansprüche von Gräfin Igerna. Ziele Grafschaft von was? Och Gott, da unten irgendwo. Och Jungs. Da unten nützen sie aber jetzt echt wenig.
Herzog Benjamin von Orléans tritt dabei. Okay. Das nützt uns ja jetzt echt wenig. Moment. Mein Sohn ist verheiratet. Antoinette Carling Belac. Moment, warum ist der mit der 42. verheiratet? Wer hat die verlobt? Wieso ist ein 13-Jähriger mit einer 42-Jährigen verlobt? Was denn das? Und ich darf das nicht bestimmen. Dann muss man streamen, trotz kaputten Augen. Hab das Gefühl, die Woche fast nichts getan zu haben, das Spaß macht. Alten Pferden und so. Ja, du kannst auch mit mir Battleforge spielen. Aber Lumi, das Problem ist, der Enjoy your stay. Graukeiler, hallihallo, einen wunderschönen guten Tag und danke für den Follow. Das Problem ist, der ist 13 und die ist 42. Bei 46 werden Frauen ja unfruchtbar in dem Spiel und mit 16 wird der erst fruchtbar. Also die haben genau ein Jahr, um ein Kind zu zeugen und ansonsten verschwindet meine Erbschaftsfolge einfach. Und Ehescheidung aussuchen kriege ich nicht hin. Ich müsste meine eigene Frau umbringen. Ich halte Anspannung, weil ich gerecht bin. Ich werde von Anspannung überwältigt, schon klar. Du sollst dann bitte die Komplotte unterstützen. Geistiger Zusammenbruch, liederliches Verlangen. Ihr habt Eigenschaften einsiedlerisch. Ich muss in die Klausur gehen, um solche Verlockungen zu vermeiden. Was ist einsiedlerisch? Diplomatieverwaltung, Anspannungsverlust erhöht. Vielleicht wird mir eine neue Betrachtung von Gott helfen. Ihr konvertiert zum Eifer 100%. Wir betrachten sie als feindselig, sie betrachten uns als feindselig. Paulikianertum. Das muss ich nachgucken. Hier. Anderer Glauben. Pauli. Null Grafschaften. Der existiert noch gar nicht. Also der ist zumindest nirgendwo verbreitet. Ich habe die Dame nicht ausgesucht, Lumi. Mein Sohn hat geerbt und ist deswegen in ein anderes Reich gekommen. Und ich glaube, der Lehnsherr hat es ausgesucht. Gerade was gelernt, habe noch nicht gewusst, dass Frauen dann keine Kinder mehr kriegen können. Also im Spiel. Ich habe das mal nachgeguckt. Weil, ne, offensichtlicherweise werden Frauen irgendwann unfruchtbar. Und ich wollte es halt wissen. Und deswegen habe ich es mal nachgeguckt. Aber freut mich, was beigebracht zu haben. So. Was haben die hier? Männlich, Heiratsart, Monogam, Legitimierung, Onkel-Ehen, forderte Zustimmung. Keusch ist eine Tugend, das finde ich schon mal kacke. Perversion ist verboten, keine enge Verwandten, verpönt. Männlicher Ehebruch, aber bloß verpönt, ist nicht verbrecherisch. Unaufhaltsamer Glaube. Betrachtet andere agnostischen Glauben nur als rechtschaffen, nicht als feindlich oder böse. Bilderverbot. Tempelgebäude baut heute. Magst du Wildschweine oder woher der Name? Vielleicht kommt er auch aus World of Tanks. Da werden die dicken Heavy Tanks gerne mal als Keiler bezeichnet. Oder besser gesagt, die richtig gut gepanzert sind, nicht nur die Heavy Tanks. Klerikale Funktion, Rekrutierung. Können als Befehlshaber oder Ritter dienen. Ist doch eigentlich voll gut. Klerikale Ehen verboten. Klerikale Anerkennung, klerikal auf Lebenszeit. Och nee, das ist nicht so gut. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Wenn ihr 5 Jahre noch immer angespannt seid, könntet ihr einen weiteren geistigen. Wenn ihr in 5 Jahren weiterhin angespannt seid, könnt ihr einen weiteren geistigen Zusammenbruch erleiden. Bin eigentlich WOT-Spieler. Ja, Mausakrobat lässt grüßen. WOT-Trex-Spiel. Mein Freund schimpft und schreit immer dabei. Nur manchmal. Seit kurzem, was heißt denn seit kurzem spielst du dieses Spiel? Ich verliere Verwaltung und Diplomatie. Ich will aber, glaube ich, nicht in Verwaltung und Diplomatie verlieren. Obwohl, Verwaltung wäre okay. Diplomatie zu verlieren ist kacke. Vielleicht sogar noch mehr. Ach, wir wechseln einfach mal den Glauben, mal sehen, was passiert. Sollte natürlich auch, dass wir unseren Bischof loswerden, der aber eh absolute Kacke war. Und der muss dann erstmal hier alles. Der darf erstmal missionieren.
Ja, da können wir erst. Moment. Er gerade unseren Bischof? Nee, Ratsvollalu, das ist doch der alte Bischof, oder? Jo, wir haben jetzt den alten Bischof als Ritter. Hä? Das ist halt WoT. Ja, irgendwie schon. Warum haben wir jetzt den alten Bischof als Ritter? Das verstehe ich nicht. Hier, 36, go for it. Passt doch zu 42 ganz gut. Als ob der jetzt nicht mehr zum Klerus gehört. Selbst der nächste. Ich hatte sorgsam Pläne für Pflege für 5 Jahre erhalten. Aha. Wäre wieder kein Arzt. Aber sind unsere Ärzte immer ausgenockt? Irgendwie verschwinden unsere Ärzte immer. Ja, erstmal haben wir nochmal Ritter, die wir hier anwerben könnten. Jo, 22 auf jeden Fall. Jeden Fall. Ah, hier, genau. Sufranbischof. Ne, der Bischof muss man nicht. Der muss man nicht als Ritter kämpfen gehen. Vasall, Vasall, Höfling. Aber ich hock dann in der Küche und dann schreit's durch die Wand durch. Oh nö! Das ist nicht euer Ernst! Ich war so erst. Oh, was ist jetzt passt? Ah, bestimmt WoT. Ja, vielleicht. So, wir erben Titel. Kann ich das einfach wegmachen? Ich bin Vierter in der Erbfolge, scheiß drauf. Und Dritter sonst von Herzogtum. Mächtiger war also der Ratsposten. Ich würde dir ja den Bischofsposten zuschustern, weil das ist das Einzige, was du ein bisschen kannst mit deiner Bildungsgedöns. Aber das darf ich leider nicht. So, wir sind. Ja, ich brauche immer noch einen Arzt. Warum könnte den Hof verlassen? Dann hier. Nein, wat, nicht Bekehrung verlangen. Zwei weitere. Als Hofarzt einsetzen. Es fehlen 5. Nein! Ich muss mal kurz in den nächsten Monat abwarten. Ja, als Hofarzt einsetzen. Haben wir wieder einen Hofarzt? Hilfreich. Lumi, weißt du, was ich eingerichtet habe? Kannst du kurz gucken? Was habe ich eingerichtet? Hm? Na? Hm? Na? Geht jetzt. Komplott aufgeflogen. Nein! Viel zu close, das war ja der Sinn der Sache. Das war ja der Sinn der Sache. Ich habe auch noch einen normalen. Ja, ich habe das Normale. Werde Ihnen zeigen, wie weit ich gehen kann. Puh, das Problem ist jetzt, dass unser Ränkespiel-Komplott. Jetzt bei 65%. What? Beende das Komplott. Das Geschehen von 10 Jahren lang Meinung von euch. Die Tyrannei untertan 10 Meinung von euch, ja, also 14 Schrecken. Ich werde Ihnen zeigen, wie weit ich gehen kann. Wir sind tyrannisch. Wir wollen unsere Frau loswerden. Wir wollen unsere Frau loswerden. Einladen 7. Ich glaube, ich brauche bestimmtes. Hier, lehnt ab. Bestechung kann ich mir halt noch nicht leisten. Theoretisch. Doch, kann ich. Ja. Ein flauschiger und exotischer Teppich. Flauschiger und exotischer Teppich, halt 10 Jahre lang. Mordkomplott erhält Fortschritt. Allerdings würde ich in meinen Gesprächen prächtig machen. Ich erhalte flauschig und exotischen Teppich. Kriege ich Prestige. Komplott, Widerstand für feindselige Komplotte. Ah, dann geht man denn ihr. Es ist momentan irgendwie Trend. Das ist schon seit Jahren Trend. Ich habe noch nie eingerichtet gekriegt, dass ich das schnell hinkriege. Extra wachsam. Ach, dammit. Kriegskunst verbessern. Ja, natürlich möchte ich lernen. Kriegskunst lernen ist geil. So, Ränkespiel. Hier, 95%, 95%. Von wegen aufgeflogen. Wenn ich gesagt, es ist aufgeflogen. Okay, dann ist das wohl nicht so schlimm. Moment, warum ist denn hier alles ausge. Erstmal, das darf ich alles nicht mehr.
Das ist ja frech. Das ist ja frech. Achso, jetzt ist das hier erst abgebucht worden. Wildschwein im Wald. Als die Tage vergehen und keine Weißen mehr in den Geschichten auftauchen, die zu mir zu Ohren kommen, werde ich rastlos. Jemand muss das Tier doch gesehen haben. Was ist mit den Bauern, die überall in der Landschaft herumlungen? Soll ich mich um die. Soll ich die um Unterstützung bitten? Send ein Schreiben. Ich werde Malcolm schicken. Nee, schicken Schreiben. Die 150 Prestige habe ich. Herr Grauer Keiler, wie weit sind Sie denn bis jetzt gekommen, wenn Sie. Oder wie spielen Sie denn? Auf welchem Level fangen Sie denn an? Ich versuche immer irgendwie ganz weit unten anzufangen, als Graf mich dann hochzuarbeiten. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist. Stur. Verwaltung, Meinung, Lebensherr, Meinung, was auch ein kleiner Bonus, Gesundheit. Also ich irgendwann mein Reich gewachsen krieg, so auf 10, 12 Grafschaften. Und dann fällt es häufig mal wieder auseinander, weil ich nicht so richtig aufpasse. Wenn hier habe ich jetzt nur einen Spielererben, der inzwischen aber auch 13 ist. Bisschen älter will ich noch werden. Mit 33 habe ich einen 13-Jährigen. Oh, das war der einzige Sohn, den du mir geboren hast. Das ist aber leider nicht ausreichend, Madame. Was Grafschaft bekehren, mache ich doch schon. Bin doch schon dabei, die Grafschaft zu bekehren. Oh, der muss mich wieder mehr leiden können. Habe ich ein anderes? Wen beeinflusse ich denn noch? Ach so. Nach der nächsten Berechnung werden wir da mal, glaube ich, mal wechseln. Was soll jetzt vielleicht passieren? Hallo? Komplott? Berechnung? Fortschritt 9 von 10? An Haustruppen entdeckt. Ja. Beeinflusst. Warum beeinflusse ich den überhaupt noch? Will den beeinflussen, wenn er mir mehr Gold gibt. Der kann mir nämlich noch ein ganzes Goldstück mehr pro Monat abdrücken. Mein Gemahlin Gräfin Burgtal ist bei Anbruch der Nacht einmal mehr nicht in unseren Gemächern. Sie waren in letzter Zeit so distanziert, so gedankenvoll und kaum mehr bei Hofe. Habt ihr eine Affäre? Stellen wir sie mal zur Rede. Und nur sagen, Burgtal, ich könnte nie eine Affäre haben. Wirkt aufrichtig aufgewühlt, als sie meine Anschuldigung bestreitet. Der 10 Meinung von uns verloren. Ja gut, das ist auch egal. So lange macht sie ja eh nicht mehr. Jupp, setzt den Plan in Gang. Gräfin wurde von euch getötet. So, ich kann heiraten. Der Tod hat uns geschieden, Errungenschaft freigeschaltet. Ah, holla. Der Papst wollte uns nicht scheiden. So habe ich versucht zuerst, ja. Wenn der Papst sagt, nö, ich scheid euch nicht, dann ist mir das halt mal egal. Ist einfach mal so. Jetzt suche ich mir eine neue Frau und muss ja weiter mal pausieren, damit das hier nicht ewig weitergeht. So, ich bin 34. Ich sollte mir zumindest eine geschlechtsreife Frau suchen. Gott beobachte dich und wird dich richten. Gott, sein Vertreter auf Erden, war gegen diese Ehetrennung, also musste ich nachhelfen. Robust wäre natürlich auch geil. Hast immer Kampfgeschick plus. Und die ist 15. Die hat fruchtbar und keusch. Die will nicht vögeln, weil sie immer schwanger wird anscheinend. Hübsch. Robust. Oh, hier, 34 und wunderschön. Da sehe ich uns. Da sehe ich uns. Gott wollte, dass du deine liebe Frau behältst und erst nicht, dass du sie tötest. Die war 20 Jahre älter als ich. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich sogar. Genau, die hat richtig viel. Also, das ist echt ein guter Fang gewesen, weil die hat sogar noch. Und lüstern ist auch noch. Ja, perfekt. Hier, Verführung. 5%. Eigenwillig mag gerecht nicht, eigenwillig mag stur nicht. Ach. Wir müssen die erstmal beeinflussen, dass er uns mag. Können wir einfach auf Herrscher helfen machen. Bei allem. Hilf uns bei allem. Dann hättest du auch auf einen natürlichen Tod warten können, denn ich muss ja auch. Ach, komm, so schnell sterben die nicht. Außerdem suchen wir unser Wildschwein in Weiß. Ich kann mich nicht auf
natürlichen Toden beschäftigen. Also ich jage scheint mir im Traum, es blickt mich aus unerkundlichen Augen an und sein makelloses Fell ist weiß wie Schnee. Um uns herum Ebenen, alles ist still und ganz gleich, was ich auch versuche, ich komme meiner Beute einfach nicht näher. Als ich mit dem Ruck erwache, bin ich entschlossener denn je. Auf die Jagd konzentriert. Kampfgeschick plus 1. Ihr könnt Gräfin Elisabeth rechtmäßig einkerkern. Ist das nicht meine... Moment, warum will ich die rechtmäßig einkerkern? Dass sie unzüchtig ist. Ich will sie aber nicht einkerkern, ich will sie schwängern. Von daher ist mir das doch egal, ob sie unzüchtig ist. Moment. Dem hier will ich, aber der will immer noch nicht. Der will nicht, dass ich seine Treue schwöre. Minus 1. Ich will doch nur in dein, damit ich Vasallenkriege führen kann. Ach Mensch, und mich verbreitern. Ich will doch nur Vasallenkriege haben. Blutlinie stärken, ihr erfüllt die Anforderungen nicht. So, du bist 6 Jahre lang jetzt am Bekehren. Das dauert ja eine Weile. Mir fällt gerade so auf, das kannst du mal wieder ändern. Hat mir also beigebracht, wie man die Versorgung der Truppen im Feld sicherstellt. Beweise ich, dass ich etwas gelernt habe? Nein, ich habe noch nicht alles verstanden, was Alphonse mir beibringen wollte. Er hat Anspannung, ich muss das nicht lernen. Kritisch. Ist nicht länger euer Mentor. Formation vorbereiten. Ich habe noch nicht genug gelernt. Doch, lernen kann ich schon. Quell des Wissens. Alles schien so gut zu laufen, bis ich erkannte, dass die Reiterei eine Finte gewesen war. Alphonse hält mir einen Apfel von einem meiner Wegen in den Händen, als ich zu ihm trete. Ich glaube, ich weiß, wo der Fehler lag, meint er lächelnd. Zeig mir noch einmal, wie ich das mache. Das ist zu schwierig. Nee, ich kann lernen. Ich habe Zeit. Ich kann lernen. Ehrlich gesagt, will ich den vielleicht sogar noch irgendwann enterben. Auch wenn der Kern gesund und stattlich ist. Aber so richtig geile Werte hat er nämlich auch nicht. Schutz gegen Fraktionen. Eine Fraktion kann gefährlich werden, wenn man ihr nicht Einhalt gebietet. Öffnet diesen Ratschlag, um eine Erklärung zu Fraktionen zu erhalten und zu erfahren, wie man am besten... Achso, Fraktion gegen mit ihnen umgeht. Vasallen und Grafschaften treten Fraktionen bei, wenn sie mit eurer Herrschaft unzufrieden sind. Dagegen könnt ihr vorgehen, indem ihr ihre Meinung von euch erhöht oder versucht, gefürchtet zu werden. Durch Schrecken. Ihr könnt Fraktionen vermeiden, indem ihr die Meinung eurer Vasallen von euch erhöht, nicht zu schnell in einer Eroberung durchführt und dafür sorgt, dass Anspruchsteller, die beliebter sind als ihr, bedauerliche Unfälle erleiden. Häufig bleibt Zeit, eure Vasallen zu beschwichtigen, bevor die Fraktion Forderungen durchsetzen kann. Nutzt diese Weise. Grafschaft niedriger Volksmann und treten gern der Bauernfraktion bei. Anders als andere Fraktionen wird sich diese Fraktion immer erheben, ganz gleich, ob ihre Pläne aus ihrem Erfolg haben oder nicht. Manchmal muss man Bauern einfach in ihre Schranken weisen. Falls sie zuschlagen, während ihr euch im Krieg befindet, kann das eure Kontrolle erheblichen Schaden zufügen. Okay, Fraktion gegen mich. Bauernpöbel. Warum denn den Bauernpöbel? Ich bekehre euch doch schon, damit ihr meiner Religion angehört und euch mit mir wohler fühlt. Jetzt habt doch mal ein paar Jährchen Geduld. Widerstand gegen die Bekehrung. Och, komm schon. Der schlechte Bildungswert eures Schlechte Bildungswerte der Bischöfe, ey. Ist schon echt eine schwere Fraktion, da musst du ordentlich aufpassen. Ja, die kann ich aber nicht beeinflussen, dass die vielleicht doch mit mir zufrieden sind. Die sind halt immer unzufrieden mit mir. Das ist das, was ich meine. Das ist halt echt ein Problem. Es ist einfach echt ein Problem.
Wer ist denn du? Kein Ehemann. Wieso hast denn du kein Ehemann? Wer bist denn du? Höfling von euch. Schüchtern, arrogant, rauflustig. Rauflustig gibt es das sehe ich zum ersten Mal. Moderat. Oh, hier. Gebt euch. Lebet glücklich bis ans Ende eurer Tage. Ritter verbessert. Wer bist du, Höfling von euch? Tendenziell immer für. Oh Gott. Du bist doch viel zu jung für einen 36-Jährigen, wa? Jo. Viel zu jung. Dann machen wir mal kurz nach Alter. Was? Der fängt bei 30 an für sie? Oh, oh Gott. Die immer, die nicht wirklich groß werden oder wenn sie sich dann manifestieren, kaum belagern können. Ich ignoriere die auch zum großen Teil und dann hau ich sie halt kaputt. Wird Alphonse nicht länger euer Mentor, ihr Leiteigenschaft Logistiker. Sehr schön. Ich habe so viel gelernt. Ich ignoriere die eigentlich auch. Also die Bauernfraktionen sind halt wirklich an dem Punkt, das haben sie ja gerade geschrieben, die erheben sich immer, egal ob es aus ihrem Erfolg hat oder nicht. Du musst ihn einfach kaputt schlagen und damit ist fertig. So, Graf Benjamin hat ja Eigenschaft extravaganter Schwindler erhalten. Ja, weil ich keinen Einfluss mehr auf ihn hatte. Deswegen ist er irgendein komischer Schwindler geworden mit Ränkespiel. Das ist mein einziger Sohn. Komm schon, du musst mir irgendwie... Moment, ich will dich nicht einkerkern. Hä? Moment. Achso, ich kann das hier tauschen. Versucht Gräfin zu beeinflussen, wo ich ihre Meinung euch verbessert hat. Geschenk schicken. Achso, ich versuche ihre Meinung zu erhöhen, ne? Könnt ihr 60 Gold bezahlen, damit sie mich mehr mag. Für 35 Meinung. Weiß ich nicht. Und die haben geheiratet jetzt hier. Der hat jetzt eine 45-Jährige geheiratet als 16-Jähriger. Das ist doch Kacke. Das ist doch einfach Kacke. Ich hoffe, ich kriege einen anderen Erben. Weil das hier, der ist ne, stattlich und kerngesund, aber der wird lange leben. Ja, vielleicht kann er sogar noch dadurch eine andere zeugen. Die ist sadistisch, treuherzig, religiöse Eiferer zufrieden. Warum haben die alle vier? Das verstehe ich nicht ganz. Gepriesen sei mein Sohn. Elisabeth gebar einen perfekten kleinen Sohn. Wer wirst du einst sein? Komm, nehmen wir ihn Felix. Mein Sohn Felix. Was sind das hier für Namen? Joshua, Cyrus, Hans, Marias, Martin, Thomas, Lorenz. Der paulikianische Name, ist relativ typische mitteleuropäische Namen. Christopher, Zachariah, March. Nee, wir nennen ihn Felix. Felix passt dann auch ganz rein, ganz gut rein. Mögest du groß und stark werden, mein Sohn. So, das müssen wir den hier aber auf jeden Fall in unsere Unterrichtung nehmen. Und dich müssten wir eigentlich jetzt enterben. Verlieren wir 900 Prestige und 225, aber vielleicht enterben wir den erstmal später. Weil mit 36 sollte ich ja nicht sterben. Ich bin übrigens auch wohlgestaltet, das sehe ich ja jetzt erst. Eifrige, frohe Natur, wunderschön. Na, dann hoffen wir mal, dass unser Söhnchen hier... Warum ist der eigentlich... Achso, ich bin auch rote Haare. Er hat aber nur Wohlgestalt geerbt. Das ist natürlich nicht so toll. Das ist natürlich nicht so toll. Tja, was machen wir jetzt als nächstes? Ich würde, glaube ich... Was? Banditenhorden? Oh. Ich würde eigentlich wirklich gerne ein Teil des Reiches werden, hier von Aquitanien, damit ich hier Vasallenkriege führen kann. Die Gesandten von... Was? Das sind zwei Sachen. Also verlassen sich nach und nach mein Privatgemach und so lange Besprechungen. Ist endlich beendet. Der Bittsteller wollen Geld zur Reparatur der maroden Mauern des Besitztums und sie sehen, es ist meine Pflicht, ihnen zu helfen. Ein Rohrzahn. Ich habe die Pflicht, mich um meine Untertanen zu kümmern. Professionell wieder aufgebaute Mauern. Volksmeinung. Mein Geld ist für mich da. Ihr erhaltet extra. Ich werde die Bauarbeiten persönlich leiten.
Nee, dann gebe ich dir 50 so. Ehepartner, Tag des Turniers. Die Sonne scheint und die Bauernschaft schlendert über das Turnier, das meine Gemahlin veranstaltet. Meine Ritter jubeln, als Gräfin Elisabeth das Turnier zu ihren Ehren ankündigt und endlich einmal darf ich einfach nur zusehen. Allerdings werde ich nicht den ganzen Turniertag lang auf dem Thron herumhocken. Gewinnt 8 Jahre lang Meinung von euch, jeder Ritter. Die Ritter erhalten auch von mir Beifall. Hallo Jean, wunderschönen guten Tag. Die perfekte Gelegenheit, Benjamin ein wenig zu schulen. Dieser Tag ist zu unseren Ehren. Ich sehe, was er kriegt. Oder kann so sein, dass ich nichts davon kriege, obwohl das, glaube ich, auf 9 Sachen mit 11% aufgeteilt war, was in fast 100% war. I don't know. Unnachgiebige Verteidiger hat er bekommen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Verwundete Todesverlust. Das ist vielleicht gar nicht so schlau gewesen, wenn ich irgendwann gegen den Krieg führe. Ihr werdet Titel erben. Ja, als Dritter, ihr könnt rechtmäßig einkerkern. Das ist mir vollkommen egal. Mächtiger Vasall erwartet Ratsposten. Du bist unfähig. Lass mich in Ruhe mit deiner Forderung nach dem Ratsposten. So, von dir kriege ich inzwischen 1,6 von 2 pro Monat. Keinen neuen Vorzug. Ich kann jetzt Aufseher werden. Bedeutet, ich habe mehr Kriegsführung, mehr Verwaltung, mehr Kontrollzuwachs. Du musst bloß irgendwie nochmal Krieg führen. Das ist so ein bisschen the point. Er ist 43. Hier, Treue schwören. Jetzt geht's. Oh, ich verliere. Ich krieg Anspannung. Ich würde vielleicht erstmal hier eine Jagd veranstalten. Wir werden das ja. So, und jetzt kann ich mich hier anschließen. Treue schwören. Nicht ganz klar, warum das jetzt plus Grundbereitschaft plus 50. Ihr gehört an euren Glauben, an Kontur, an Persönlichkeit plus 48. Der hat gewechselt, wa? Ich weiß nicht warum, aber Treue schwören. So, mein Lehnsherr. Sehr schön. Jetzt bin ich nämlich hier Teil von denen. Ich presche durch das Gelände und hole langsam die Beute ein, die ich seit Stunden verfolge. Als ich gerade zur Strecke bringen möchte, höre ich, wie einmal sein Bürgermeister Welskott vor Schmerz aufschreit. Ich darf keine Zeit verlieren, die Beute entkommt. Hab eigentlich genug Prestige aktuell. Operationen Felde durchgeführt. Bildung plus 1. Nehmen wir lieber das. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage. Ach, der kann halt die Bekehrung nicht fertigstellen dann. Ihr könnt Kriege erklären. Gegen König und gegen Herzog. Ich habe jetzt mal bei dem Auto angefragt und ein paar Fragen gestellt. Ebenbürtig 3900 durch meine Verbündeten wahrscheinlich. Der hat nämlich 2000. Der hat minus 21 Frömmigkeit. Junge! Sei mal nicht so hinterlistig. Ja, also du musst erstmal, wir müssen das anders machen. Du musst einen Anspruch auf eine Gemeinde fingieren. Und ich würde gerne die Gemeinde vor allem zwischen meinen haben. Glaube ich. Der hat nämlich nur 1200 und keine Verbündeten aktuell. Auch wenn er ein Glaubenskrieger ist. 18 Verwaltung hat. Darf ich dich an meinen Hof rekrutieren? Bitte? Wie lange brauchen die dafür? 17 Monate ist besser als. Ich komme in den Rat sogar! Das ist ja noch besser! Habe ich angeschlossen, bin direkt im Rat. Jo, plus Geld extra noch, weil ich als Ratsverwalter eingesetzt bin. Die Ländereien sind schon ausgebaut. Guck mal, also. Ich kann dir ein bisschen was ausbauen, da hast du recht, aber hier sind teilweise Stufe 4 Gebäude und sowas schon hingesetzt. Und Stufe 2. Also hier kann ich mehr viel tun. Ich wollte das Gold tatsächlich jetzt ein bisschen auf Reserve halten. Weil das sonst ein bisschen knapp werden könnte in der Zukunft. Ich muss übrigens außerdem noch ein Fest mal machen, wenn ich mit dem Jagd fertig bin. Weil meine Anspannung bei 75 ist schon nicht so geil. Achso, ich sollte vielleicht nicht mehr pausieren. Was ist denn hier los? Rückkehr aus der Wildnis. So gut. Mein teurer Vater, allzu gern habe ich vorgeschlagen, dass wir die Bande zwischen uns noch stärken, indem wir uns formelles Bündnis verbündet mit... Kann ich dem einen Krieg erklären? Dem kann ich keinen Krieg erklären.
Er hat außerdem verbündet mit 1600, das wird knapp. Ah, dann sind wir halt verbündet. Mir auch egal. Mein teurer Vater, meine Ehe mit Gräfin Antoinette steht eindeutig nicht unter dem Segen von Gott. Würdet ihr mir die Scheidung erlauben? Ja, natürlich. Ich wollte ja gar nicht, dass ihr heiratet. Ich weiß nicht, warum du geheiratet hast, die Dame. Das ist ja nicht mein Problem. Natürlich. Ihr wollt also euer Wissen über die Kriegskunst verbessern, höflich, also mir nähert. Vielleicht kann ich euch ja helfen, das Schlachtfilm in Augen. Ja, natürlich, ich will immer lernen. Lernen ist immer. So eine Fraktion geschaffen gegen unseren Lehnsherr. Moment. Will Königreich von Aquitanien. What? Es gibt zwei, die das Königreich von Aquitanien wollen. Eine Unabhängigkeitsfraktion, eine Fraktion, die Gräfin auf den aquitanischen oder die Herzog Loup von Aquitanien auf den aquitanischen Thron bringen will. Unabhängigkeitsfraktion, bretonische waldesische Populisten, will Unabhängigkeit vom Lehnsherrn, will niedrige Lehnsautorität, Freiheitsfraktion, kann 24 Monaten Ultimatum stellen. Niedrige Lehnsautorität ist, glaube ich, ganz gut. Weil man dann selber mehr Geld in seine eigenen Taschen wirtschaften kann. Er verspottet mich. Och nee. Bin schon wieder überwältigt von Anspannung. Ich muss hier auf jeden Fall Festmahl veranstalten. Dafür brauche ich das Gold aktuell. Deutlich, deutlich mehr. Willkommen, meine Freunde. Ich muss alles machen, was meine Anspannung reduziert. Schenke klopfende Unterhaltung. Anspannungszuwachs minus 20%. Gesundheitsmittlerer Bonus. Diener servieren beeindruckend verzierte Zwischengänge, mehrere exotische Vögel geruft, gekocht, gefüllt und danach wieder in ein prächtiges Federkleid gewandt. Als jedoch König Dobro mir gerade das Messer an einen der Tiere ansetzen wollte, regt sich dieses mit einem Mal kreischend. V, dich hat man wohl gar nicht gebraten. Das Tier pickt Dobro mir in die Nase, ehe es zwischen die schreien und lachenden Gäste flattert. Die Flucht des Federvieh endet schon bald, als Herzogin Duoyon sich aus dem Stuhl erhob und es mit kalter Nüchternheit am Hals packte. Eine kurze Handbewegung, ein lautes Knacken und die ganze Halle schwieg. Man hörte allein das Wehklagen von Dobromir, als sich diese blutende Nase hielt. Schenkelklopfende Unterhaltung nennen die das. Schwester. Unsere Schwester hat einfach mal den Trutan umgebracht. Mitten in der Halle. Unsere Schwester ist ganz schön badass. Und wir erhalten eifrige Frohnatur. Plus Diplomatie, plus Ränkespiel, Meinung über Frohnatur plus 10. Natürlich angenehm, weil unsere Frau auch eine eifrige Frohnatur ist. Und die inzwischen auch ordentlich beeinflusst. Jetzt können wir wieder dich weiter beeinflussen für noch ein bisschen mehr Geld. Oh ne, warte mal, die andere Option wäre gewesen hier. Verführung. Warum mache ich meine Frau zu einer... Hä? So eine Affäre, ist doch Quatsch. Ich will sie doch beschlafen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Übrigens habe ich das ja Quatsch gemacht. So, natürlich jemanden mehr aussuchen, den ich auch angreifen kann. Und den hier kann ich, glaube ich, nicht so gut angreifen, da er verbündet ist. Das heißt... Habe ich hier jemanden, den ich angreifen kann? Den kann ich platt machen. Dann geh mal bitte auf das hier. Dann beschlafe ich sie auch. Ja, aber das ist halt immer noch eine Affäre. Eine Affäre ist für mich was anderes. Naja. Provozieren wir es so. Also es gibt ja auch die Option, dass du nur mit ihr ins Bett steigst. Deswegen verstehe ich es nicht ganz, warum sie so getrennt sind. Und warum ich dieses ins Bett steigen nicht automatisch habe. Eifer 100%. Glaubensoberhaupt unbesetzt. Einen neuen christlichen Glauben kann schaffen, in dem Glaubenskonzept und Doktrin ausgewählt werden. Kosten, achso, 4700 Frömmigkeit. Jo. Eine Fraktion hat genügend Militärstärke, mit bald ein Ultimatum stellen. Bauernpöbel. Was heißt denn genügend Militärstärke? Verlobte können heiraten. Wer bist denn du? Ratsmarschall und Ritter. Oh, von mir aus.
Habe ich schon was dabei gedacht haben, dass ich die zusammengebracht habe. Formation vorbereiten, auf geht's. Ihr habt viel gelernt. Ihr erhaltet die Eigenschaft flexibler Anführer. Gegnerischer Defensivvorteil minus 50%. Inzwischen bin ich echt ein guter Kriegsanführer geworden. Moment, du bist schwanger? Oh! Ja, so wird zum Beschlafen, dann kann ich mir das komplett sparen, wenn sie eh schon schwanger ist. Da brauche ich hier gar nichts machen. Beeinflusse ich den hier weiter. So. Brauche sie ja nicht schwanger machen, wenn sie schon schwanger ist. Dup, 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 dup. König Dobomir wird angegriffen. Oh, wir sind hier in einem Krieg, mehr oder weniger direkt. Könnten meinen Beitritt anbieten? Es könnten sogar die entscheidenden Truppen sein, wenn ich es gerade so sehe. 4000, eieiei. Nur zwei Ritter drin. Ist doch mein Lehnsherr, oder? Genau. Die Frage ist, ob ich das will. Das scheint hier. Moment. Das ist doch eine Unabhängigkeitskriege, wa? Da halte ich mich raus. Aus Unabhängigkeitskriegen halte ich mich raus. Gegen die Tyrannei, genau. Das ist Krieg gegen die Tyrannei. Das sind Unabhängigkeitskriege, wenn ich mich nicht komplett irre. Das verbrennt bloß meine Truppen und mein Gold, wenn ich mich damit mache. Mein Sohn! Gepriesen sind. Manchmal ist nicht schon mein zweiter Sohn, den ich krieg. Von ihr, ich habe doch gerade Felix schon bekommen. Okay, und dann haben wir halt hier noch einen Marco. Genau. Okay, jetzt kann ich dich auf jeden Fall enterben. Ha! Weil du viel zu alt bist. Bist jetzt schon 19 und ich bin erst 38. Wildschwein und Weiß, ein Fürst, eure Suche nach einem, gewöhnlichen Tier, das macht mir zugegeben Sorgen. Tritt an mich heran, als ich die Meldung über neue Sichtung des weißen Tieres durchgehe. Nach seinem Dafürhalten muss etwas, das so viel Aufmerksamkeit verlangt, das Werk des Bösen sein. Als wäre seine bloße Existenz nicht schon ein Zeichen der höchsten Mächte des Lichts. Sie sind auf Boten des Himmels. Vielleicht habt ihr ja recht, ihr haltet 100. Also redet ihr dann nur, er verliert. Also, wenn er sagt, vielleicht habt ihr ja recht, dann 76% und dann kriegen wir 100. Das geht euch überhaupt nichts an. Ihr jagt nicht weiter nach dem Tier. Wir können mal versuchen, ihr Boten des Himmels. Jupp. Überzeugt. Überzeugt. Das ist hier auch wieder absolute... Ich wollte vor allem Herzog... Ich hatte doch schon mal einen Herzogstitel, ne? Ich war schon mal Herzog von Bretagne. Und dann hat jemand gesagt, das ist mein Anspruch. Wer ist denn der aktuelle Herzog von Bretagne? Gibt's keinen? Herzogtum von Bretagne. Sag mir nicht, das hat niemand. Bei Königssachen kann ich doch... Moment mal. Mal hier pausieren. Königstitel... Bei den Sachen sehe ich immer, wer das inne hat. Hier und derzeitiger Träger. Bretagne. Ich habe das Herzogtum von Bretagne geschaffen und ihr habt es einfach wieder verkommen lassen, Leute. Ach, Mann. Liegen wir schon euren unterdrückenden Gesetzen? Das ist vorbei. Wir haben genug Steuern gezahlt. Boah, dann erhebt euch halt. Sammelt die Truppen. Bauernaufstand. Das ist mir doch egal. Wir müssen aber das Ding mal woanders hinpflanzen. Alle Armeen sammeln. Ruf da. Bauernaufstand platt machen, habe ich gesagt. Lehnsherr wurde gefangen genommen. Aber das ist natürlich blöd. So, haben wir das durch? Forderung erzwingen. Dankeschön. 25 Jahre Ruhe. Auflösen. Perfekt. So wollen wir das sehen. Können wir doch mal aufrüsten. Ach so, verdammt, ich habe nicht umgeskillt, wa?
Hey. Bin zu der unerfälligen Erkenntnis gekommen, dass ihr wirklich der beste Kandidat für einen offenen Posten in meinem Rat seid. Oh. Ja, ich glaube, mein Lehnsherr hat es, glaube ich, dahin gerafft, wa? Lehnsherr freigelassen. Hä? Hä? Wie ist nur die Herzogin gewandert? Ah, und der König hat sich auch geändert. Okay. Dann ist das halt so, wie es ist. Bin ich im Prestige? Ich fand mich als Ratsverwalter besser als Diplomat, ehrlich gesagt. Puh. Ich wollte aber gerade den Lebenswandel mal ändern. Schwerpunkt auf Reichtum. Ränkespiel, Bildung, Diplomatie. Könnt ihr hier genau Thronanspruch gegen euren Lehnsherr verwenden. Das finde ich halt relativ wichtig. Schwerpunkt auf Reichtum, auf Pflicht. Gegnerische Agenten an der minus 5, Höfling und Gastmeinung plus 20. Hier, dann bringen wir die Leute auf einen guten Kurs. Da muss man überlegen, Kriegskostengrund oder Kampfgeschick reduziert die Risiken beim Befehlshaben von Armeen. Das nehmen wir, glaube ich, noch mit. So. Bin ich gerade bei 9? Aber jetzt ein Problem mit unserer Kontrolle. Ein Problem mit unserer Kontrolle. Deswegen ist das hier reduziert. 20%. 20% reduziert. Immer keine. Doch 10% reduziert wegen Gemeindekontrolle auch. Begrenzte Lehnsautorität erlassen könnt ihr mal. Was? Autonome Vasallen erlassen? Autonome Vasallen finde ich, glaube ich, ganz okay. Ach nee, wir kriegen jetzt weniger Kohle, weil der die Lehnsautorität begrenzt hat. Ach Mann. Das sackt doch. Ihr werdet überwältigt von Anspannung. What? Eure Mutter ist verstorben. Ach so. Hat eine Fraktion, die Gräfin auf den auvergninischen Thron bringen möchte, gegen Herzogin Bianca geschaffen. Da gibt es schon die nächste Fraktion. Gegen unseren Lehnsherr, will jemand anderen auf den Thron bringen. Yo! Das ist hier. Okay. Kriege will ich nicht erklären. Nicht wirklich, weil die 6000 Mann stark sind. Ich werde Titel erben, Vierter in der Erbfolge, da werde ich keine Titel erben. Und du bist immer noch ein ungenutzter Vasall die ganze Zeit. Mutter ist toll, erstmal feiern. Also ungefähr werde ich das jetzt tun müssen. Kann ich das nicht? Ich kann nicht. Bis 72 kann ich nicht feiern. Geistiger Zusammenbruch, Arbeit ohne Ende. Trunkenbold kann ich erreichen. Minus Verwaltung, minus Kampfgeschick, Gesundheit winziger Malus. Oder halt einsiedlerisch, dann ist weniger. Wenigere Verwaltung, Diplomatie. Ich verliere 20 Anspannung. Offenbar haben meine diplomatischen Avancen Human gegenüber zu einem größeren Missverständnis geführt. Ich habe einen Brief erhalten, der sehr deutlich darlegt, dass er glaubt, ich verfolge ein gänzlich anderes Ziel. Ich bin zu verhandelt von euch, um Himmels Willen. Ich muss gar nicht weiterleben, alles zu begreifen. Er verliert 10 Meinungen, das ist ein großes Missverständnis. Moment, hat es jetzt aufgehört? Wobei, inzwischen ist es okay. Bei 77 ist es fein, dann brauche ich ihn nicht wirklich weiter beeinflussen. Wen will ich denn jetzt mal beeinflussen? Unser Lehnsherr? Und wie viel haben sie so für Vasallen? Meinung vom Lehnsherr. Gräfin Julienne von Berry. 7000, mächtiger Vasall. 7000 hört sich doch ganz gut an. Die werden wir vielleicht mal auf unsere Seite ziehen. Dann können wir vielleicht irgendwann selber einen Thronanspruch geltend machen. Und wenn die auf unserer Seite ist, dann bringt sie uns vielleicht. Ich brauche Tiere, mehr Tiere. Wie soll ich denn Tiere ranholen? Das war leider gestern Abend möglich, aber diesmal habe ich die Option nicht gekriegt, Katzen und sowas zu kriegen. Unsere Mutter ist gestorben. Das ist natürlich immer sehr, sehr tragisch. Und wir werden, glaube ich, unser Sohnemann doch mal enterben müssen.